Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem ZFC Meuselwitz. Dritter Spieltag, Endstand 1:1. Unserem Gästetrainer zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Ja, unsere Mannschaft hat heute hier ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel hingelegt. Wir haben den Favoriten geärgert, so wie wir es wollten. Wir sind sehr mutig reingegangen, wollten hoch anlaufen, haben, glaube ich, schon in der ersten Minute eine gute Möglichkeit und haben eigentlich dann BFC wenig ins Spiel kommen lassen. Sie sind nicht so gefährlich geworden, wie sie es vielleicht gewohnt sind hier in einem Heimspiel. Und dann machen wir vor der Pause sogar noch das 1:0. Und dann wissen wir natürlich, mit welcher Wucht der BFC hier auch zurückschlagen kann. Haben uns darauf vorbereitet. Man kann es ja nicht immer verteidigen. Kriegen dann durch einen Standard das 1:1, haben dann wirklich 5-6 kritische Minuten. Und dann bin ich wieder stolz auf die Mannschaft, weil sie es geschafft hat, sich aus dieser Umklammerung zu befreien. Wir haben dann selber noch 2-3 richtig gute Umschaltsituationen. Ich glaube, stehen zweimal alleine vorm Tor. Hätten wir aus meiner Sicht, natürlich Gästetrainersicht, das Spiel auch durchaus gewinnen können. Am Ende war es aber offen 1:1. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätten wir es sofort unterschrieben. Was mich zuversichtlich stimmt, ist die Leistung der Mannschaft. Die stimmt jetzt in allen 3 Spielen. Jetzt haben wir 4 Punkte und fahren zufrieden nach Hause. Dem BFC wünsche ich gerade im Heiner eine gute Saison, dass sie dann mit der Wucht, heute haben auch 2 Spieler gefehlt, dann auch die nächsten Spiele für sich entscheiden können. Viel Glück. Dankeschön, Herr Leopold. Heiner, wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, erstmal danke für die netten Worte. Ja, wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem einen Punkt hier, muss man klar sagen. Wir haben das Spiel nicht so angenommen, wie du es musst, um gegen so eine gute Mannschaft, und das möchte ich an der Stelle mal sagen, gegen so eine gute Mannschaft, die top eingestellt war, die top fit ist. Wir wussten, wie schwer es wird, gar keine Frage. Wir haben gewarnt vorm Spiel gestern. Wir wussten, wie schwer es wird gegen eine Mannschaft, die uns eben nicht anfüttert mit eigenem Ballbesitz, sondern die bei jedem Mal, wenn der Ball in der eigenen Hälfte ist, das Spiel in Gegners Hälfte verlagert mit einem langen Ball. Da musst du Zweikämpfe führen, da musst du auf zweite Bälle gehen, da musst du all das tun, was die Spieler, die wir gerade gesperrt haben, gut können. Und die Spieler, die wir heute nicht gesperrt hatten, die können das weniger gut. Das wusste der Gegner natürlich auch. Ich möchte noch mal erinnern, dass auch ein Dominik Duncan seit Saisonbeginn fehlt. Auch ein Spieler, der natürlich in so einem Spiel brutal wichtig ist. Und damit war das nicht das Spiel, was uns so liegt. Wir sind dann in Rückstand geraten. Und das ist dann gegen so einen Gegner natürlich das auch, was dann noch am schwersten wird, nämlich sowas umzudrehen, weil der Gegner dann komplett sich aufs Spiel gegen den Ball und Umschaltspiel nach vorne konzentrieren kann. Und dann denke ich trotzdem, in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt, mit Spielern, die fast alle auf anderen Positionen spielen mussten, weil wir eben diese Absicherungsspieler nicht auf dem Platz hatten, weil sie halt gesperrt sind oder verletzt sind. Und dafür haben wir das gut gemacht und denke, am Ende müssen wir das Spiel gewinnen. So ehrlich muss man sein, ich sage gegen Schiedsrichter nichts, aber wenn man permanent, wenn jemand auf dem Boden liegt, bei Meuselwitz 2 Minuten von der Uhr nimmt und permanent gegen uns pfeift, dann wird sowas schwer. Soll keine Ausrede sein. Wir müssen das vorher regeln. Wir müssen in der ersten Halbzeit mit demselben Biss und mit derselben Härte und mit demselben Herz spielen wie in der zweiten Halbzeit. Dann gewinnen wir das Spiel. Aber wenn wir einen Schritt weniger machen, wenn wir einen Tropfen Benzin eben nicht auf dem Feld lassen, dann reicht das nicht. Und es war, wenn es was Gutes hatte, war es gut, dass die Mannschaft das heute von selbst gemerkt hat, dass das Energielevel in der ersten Halbzeit nicht gepasst hat. Und deswegen nehmen wir das Ganze als Spiel mit, wo wir 2 Punkte verschenkt haben, aber wo wir was lernen müssen und auch dürfen und werden das auch tun. Jetzt kommen die beiden Jungs zurück und dann haben wir eine ganz andere Balance in der Mannschaft und werden uns diese Punkte zurückholen am nächsten Wochenende. Dankeschön, Heiner. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Ich sehe es nicht der Fall. Dann vielen Dank. Dann beenden wir die Runde auch und wir sehen uns wieder am kommenden Sonnabend um 14.05 Uhr. In Eilenburg, dann gastiert unser BFC beim dortigen FC. Vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.